Der Michael Weißenfeld ist hier. Er ist ein Betriebsrat der Steakhouse-Kette Maredo, allen bekannt. Sicherlich wart ihr alle da schon mal essen gewesen. Das ist so, dass dort die Betriebsräte mehr oder weniger die Macht verlieren sollen, dass der Arbeitgeber eigentlich die Betriebsräte loswerden will. Es ist natürlich keine Einmaligkeit in Deutschland, also in meiner Praxis habe ich das auch schon sehr, sehr oft erlebt. Und meine Frage ist jetzt, welche Angriffe habt ihr auf die Arbeitnehmerrechte erlebt bei euch und wie ist jetzt die Situation und wie habt ihr euch auch dagegen zur Wehr gesetzt? Ja, wie war das? Der 26. November kam auf uns zu wie irgendetwas, was kein Mensch jemals erleben will. An diesem Tag hatte die Geschäftsführung eine Betriebsversammlung angekündigt. Wir haben das verhindern können durch eine einstweilige Verfügung. Und die haben dann gesagt, okay, kein Problem, wird nichts passieren, gibt keine Betriebsversammlung. Nachmittags um 3 ist dann irgendwann das Licht ausgegangen im Lokal. Und um 4, wo Schichtwechsel gewesen wäre, waren dann die Kollegen noch da, die Gäste waren weg. Und die neuen Kollegen waren auch schon da und um 4 Uhr ungefähr kam etwa ein Dutzend Menschen aus der Konzernzentrale plus Rechtsanwälte plus Sicherheitsleute. Die Leute vom Betriebsrat, die da waren, also der Betriebsratsvorsitzende und ich, wurden relativ schnell arbeitsunfähig gemacht, in dem Sinne, dass uns gesagt wurde, wir kriegen jetzt ein Hausverbot. Und die Kollegen waren weiterhin im Lokal, im dunklen Lokal, und denen wurde erzählt, wir haben Beweise, ihr habt alle geklaut, wir schmeißen euch raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch relativ gut davon kommen, ihr schreibt jetzt gleich eure Kündigung und dann habt ihr nichts mehr damit zu tun oder ansonsten schmeißen wir euch raus und zeigen euch bei der Polizei an. Das ging relativ lange so, das ging ein paar Stunden. Von ungefähr ein Drittel hat sich dann überreden lassen und die haben dann selbst ihre Kündigung geschrieben. Und so. Und die anderen haben gesagt, okay, das machen wir nicht. Wir wollen unser Gesicht wahren, wir haben nicht geklaut. Warum sollen wir da kündigen? Wir gucken mal, was da passiert. Wir lassen uns kündigen. An diesem Tag fing bei uns eine ganz neue Zeitrechnung ab. Wir haben sofort uns mit der Gewerkschaft in Verbindung gesetzt. Es war ein Samstag, muss ich noch dazu sagen. Und die Gewerkschaft hat gesagt, wir unterstützen euch auf jeden Fall. Das war das allererste, was passiert ist. An dem Tag ist noch mehr passiert. Die Kollegen, die im Lokal waren, war einer dabei, der ist zusammengebrochen. Da mussten wir dann den Krankenwagen holen. Und weil die Kollegen ja auch eingesperrt waren und weil wir glauben, dass es Nötigung war, was da gemacht wurde, haben wir auch noch Anzeige dann erstattet. 14 von uns haben Anzeige gegen Maredo erstattet wegen Freiheitsberaubung und Nötigung. So, ich musste das leider relativ ausführlich im Vorfeld sagen, weil nicht alle diese Sachen wissen. Also besonders die ausländischen Kollegen wissen das natürlich noch nicht. Also, wir haben an diesem Tag reagiert. Und uns ging es da genauso, wie es jetzt den Leuten von Blockupy geht. Die reagieren auch. Wir hätten eigentlich agieren müssen, agieren können. Aber was sind da die Voraussetzungen? Man muss vorbereitet sein. Man muss wissen, dass sowas passieren kann. Wir haben gedacht, super, wir sind ein Betrieb. Wir haben 80% Gewerkschaftsmitgliedschaft. Unsere Kollegen sind alle hinter uns. Uns kann doch gar nichts passieren. Wir haben einen eigenen Betriebsratsraum. Ist doch ganz gemütlich. Wir machen da unser Ding. Wir gucken, dass die Dienstpläne richtig gestaltet werden. Und wir gehen auch in die Tarifkommission und gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Lohn kriegen oder sowas. Eigentlich war es ganz gemütlich bis zu diesem Tag. Weil die Arbeitgeber fanden das nicht ganz so gemütlich. Die fanden uns eigentlich ziemlich unerträglich, weil in der Gastronomie ist es nicht üblich, dass 80% der Leute organisiert sind und es ist nicht üblich, dass überall ein Betriebsrat ist. Also nach Angaben der Gewerkschaft haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Betriebsräte bei 55 Betrieben bei Maredo. Also die wollten das gar nicht, die haben ihren Klassenkampf gemacht, die wissen genau, was sie machen müssen. Wir haben es nicht gewusst oder wenn wir es gewusst haben, haben wir gar nicht dran gedacht. Also wir sind kalt
erwischt wurden. Wir haben trotzdem was gemacht. Wir haben, soweit es irgendwie ging, mit der Hilfe der Gewerkschaften die Presse informiert. Wir hatten ja eine Sache, die man sagen konnte. Wir hatten ja die Firma angezeigt. Wir sind sogar ins Fernsehen gekommen. Wir haben da relativ viel gemacht. Und normalerweise bleibt es dann irgendwo bei einem bestimmten Punkt stehen. Und dann kamen liebe Kollegen und Genossen, die gesagt haben, das geht ja überhaupt nicht. Was in Maredo passiert ist, ist beispielhaft für das, was überall passiert. Wir müssen das stärker publizieren. Wir müssen auch eine Solidaritätsbewegung aufbauen. Wir machen ein Solidaritätskomitee. Und da fing es dann erstmal an, richtig gut zu werden. Wir haben, wie gesagt, dieses Solidaritätskomitee und ich glaube, das läuft relativ gut. Wir müssen das aber, die Arbeit müssen wir stark ausweiten. Wir haben gemerkt, in dem eigenen Saft von der NGG schmoren, also von dieser Gewerkschaft nur für Gastronomie, das bringt es gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung von anderen Gewerkschaften, die wir zum Teil auch gekriegt haben, durch Einzelne. Wir brauchen die durch wesentlich mehr. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Occupy, mit anderen Bewegungen im bürgerrechtlichen Bereich. Die Kollegen, die Mitstreiter, die waren alle sehr interessiert, weil viele von denen kommen nicht aus dem Bereich, wo gearbeitet wird oder wo so diese niedrigen Teile der Arbeit gemacht werden. Sagen wir es mal so. Und wenn Sie sich das anhören, wir kämpfen darum, dass die Leute, die nach uns eingestellt werden, dass die dabei bleiben und dass die nicht nur 7,50 Euro kriegen, wie es im Augenblick aussieht. Ne? Wir haben halt den riesen Vorteil, dass die Kollegen schon so lange dabei sind. Da waren etliche Kollegen, über die Hälfte ist über 20 Jahre dabei. Es gab einige, die sind über 30 Jahre dabei. Und die hatten von der Anfangszeit, was eine Hochzeit war, noch recht gute Löhne. Und da hat vielleicht so ein Griller jetzt 9,40 Euro verdient. Und der neue Griller, der nachgekommen ist, der 2 Tage nach unserer Kündigung gekommen ist, der kriegt 7,50 Euro. Und wie gesagt, in Frankfurt kann man da nicht gut davon leben. Ja, wie gesagt, wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe, auch bundesweit. Und ich denke, gemeinsam werden wir das auch schaffen. Wir haben angefangen, bundesweit Aktionen vor den 55 Niederlassungen von Maredo. Es gibt 55 Niederlassungen in Deutschland, in 33 Städten. Ihr seid nicht alle aus Frankfurt. Guckt euch an, ich kann jetzt die 33 Städte nicht aufzählen, aber es gibt bestimmt in der Nähe von euch, wo ihr seid, auch Maredo. Und wir machen am 16. Juni den nächsten bundesweiten Aktionstag. Da wollen wir von möglichst vielen Maredo-Gaststätten in ganz Bundesrepublik diese Flugblätter verteilen, die Passanten und die Dauergäste vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, mit welchen Schweinereien hier gearbeitet wird. Und dass es ihnen auch nicht schmecken sollte, dass ihnen auch der Bissen im Hals stecken bleibt, wenn man bei so jemandem ist. Da finde ich, wir sollten gemeinsam drum kämpfen. Also ich rufe euch auf, unterstützt den Kampf auch weiterhin. Danke.